die erste Übernachtung im alten Doppeldecker. In ihren Träumen sind die Kellys wieder Kinder, die nach einem harten Tag mit Straßenmusik erschöpft, aber gemeinsam in ihre improvisierten Betten fallen. Die ewige Stadt schenkt ihnen eine unvergessliche Nacht am berühmten Kolosseum. In diesen Stunden sind sich die Geschwister so nah wie schon lange nicht mehr. Aber Nähe hat manchmal auch Nachteile. Der Poll, der hat geschnarcht wie ein Baum oder wie ein Bär oder. Ich glaube nicht, aber dass ich geschnarcht. Ich glaube nicht, ich weiß nicht. Nee, ich habe nicht mich gehört, nee. Also ich habe geschlafen wie früher als Kind. Ne? Also ich fand es genial. Ich werde jederzeit in den Bus schlafen. Nicht nur Pauls Schnarchen hat die Nachtruhe gestört, sondern auch noch etwas anderes. Um 1.30 Uhr oder 2 Uhr morgens, da ist ein Geräusch draußen und da kommen dann so junge Männer raus und die sind alle stinkbesoffen und dann rennen die alle hier hin und wollen alle pissen. Ja. Dieser Bus, das war aber auch früher so, dass der irgendwie so ein Magnet ist für Leute, die besoffen sind oder Party. Es ist einfach so ein Magnet für Stress. Wo die hier zu nah kamen am Bus, die wollten ja am Bus pinkeln, sozusagen. Da habe ich die Lichter oben angemacht, damit die sehen, da ist jemand. Und dann waren sie so, oh, excuse, excuse. Ne? Das war schon ein bisschen, also wir waren wach. Ich, Paul, ich und Kathy. Ne? Joey, der schlief wie ein Baum. Weiter so. Jimmy hat da gestern eine Pfanne hochgebracht. Der hat das erstmal in diesem Bett. Ich sag, was willst du mit der Pfanne? Top-Pfanne, ne? Also. Top-Pfanne. Und sagte, wenn jemand reinkommt, hau ich ihm auf den Kopf. Mit der Bratpfanne. Der Jimmy hat dann die Bratpfanne. Dann sollte er hier schlafen, ja? Da ist er neben mir gekommen, ja? Und hat die Pfanne hierher gebracht. Ich sag, was machst du mit der Pfanne? Ist viel zu weit, wenn jemand reinkommt. Das, wenn jemand reinkommt, soll erstmal die anderen wehtun, dann komme ich danach. Kommt er mit der Bratpfanne noch. Ich schlafe besser mit der Bratpfanne, was soll ich sagen? Ja, meine Liebe, manche mögen Teddybärs. Ich mag wie eine Bratpfanne. Der Jimmy hat die Bratpfanne, stimmt. Ich hab gedacht, was nimmst du die Bratpfanne mit? Also, falls jemand kommt, die Treppe holen, kriegt er erstmal. Also ich habe eine Nacht. Ich brauche jetzt unbedingt einen Kaffee, sage ich einfach nur. Ich mache jetzt Kaffee, weil das war, ich weiß nicht, ich glaube, Patricia hatte recht mit dem Hotel. Also der Jimmy hat früher gutes Frühstück gemacht. Ich bin gespannt, ob der das heute noch hinkriegt. Ja, der muss erstmal die Weizen mahlen. Das war mein Job, frühmorgens Müsli zu machen. Aber das sind einige Jahre her, wo ich diesen Müsli gemacht habe. Also ich weiß gar nicht, ob ich das noch richtig kann. Schauen wir mal. Weißt du? Das sieht fantastisch aus. Ja, ich glaube, die werden das lieben. Wenn ich ehrlich bin, das sieht nicht gut aus. Also früher, ich weiß nicht, was ich hier falsch mache, aber irgendwas habe ich hier vergessen. Jimmys Frühstückkunst hat sich, sag ich mal, irgendwie verpufft oder vernachlässigt. Der hat versucht, uns Müsli zu machen, was er eigentlich früher Jahre gemacht hat. Der war zu dick, diese Müsli. Ne? Der war es nicht. War mir. Das konnte man nicht essen. So ging's, so geht's nicht. Das wird jetzt mindestens eine halbe Stunde brauchen, bis es richtig ist. Ja. Aber weißt du was? Ich lasse das jetzt und ich gehe jetzt und hol mir einen richtigen Kaffee. Jimmy ist abgehauen. Wo ist er? Was? Ja, guck mal, was er gemacht hat. Er hat aufgegeben. Was? Warte mal, er hat einen Löffel. Und ich mach das neu. Ja.
Was? Ist noch nicht gekocht? Ja, was machst du denn? Ja, Jimmy ist abgehauen, Cappuccino zu kaufen. Weil er hat das Ganze Cappuccino? Scusi, dove avete qui per comprare pane? Per mangiare? Per mangiare in ristorante? No, pane. Jimmys Italienisch ist eine Mischung aus selbst erfundenen Worten, die einfach mit einem italienischen Akzent sind. Einiges Spanisch drin. Dann schmeißt er vielleicht noch ein bisschen Französisch oder Chinesisch vielleicht sogar. Also es ist eine Sprache, die keiner versteht. Die Italiener auf keinen Fall. Weißt du, du musst dann nur irgendwie nicht bedrohlich sein, aber doch ein bisschen frech sein in Italien. Du bist dann ein bisschen so freundlich frech und dann meinen die, hey, du bist einer von uns. Und dann ist alles gut, weißt du so. Ich weiß nicht, das ist Instinkt. Ich habe selber gestaunt, wie gut ich Italienisch kann. Hey! Ich will einen Kaffee! Boah, hast du einen gekauft? Italienisches Frühstück habe ich mitgebracht. Hast du Butter? Ich hab alles. Nein, wir haben das hier gut gemacht. Wir wollen dein italienisches Frühstück. Hä? Nein, guck mal, wir haben Müsli. Habt ihr jetzt Müsli gemacht? Na klar. Das sieht nicht gut aus. Das ist doch nicht gut. Ja! Das, echt? Und wo ich zurückkam, die haben ja einen richtigen Müsli gemacht, ne? Und dann haben die alle so, oh, guck mal, und der schmeckt auch noch. Quatsch, ich hab dir nicht geglaubt. Nach dem Frühstück geht es gemeinsam zum Petersplatz, mit dem die Geschwister viele Erinnerungen an ihren Vater Dan verbinden. Also Vatikan, die starken Kinder kommen zu dir, deine stärksten Missionare kommen um. Starke Missionare? Die Beziehung von Vater Dan zum Katholizismus war schwierig. Er war in zweiter Ehe mit einer deutlich jüngeren Frau verheiratet und pflegte einen alternativen Lebensstil. Deshalb sah er sich mehr als einmal im Konflikt mit seiner Kirche. Und auch für seine Kinder Jimmy und Joey ist Religion kein einfaches Thema, weshalb offenbar vieles bisher ungesagt blieb. Wir sind alle so getauft katholisch, aber mittlerweile, ich glaube, jeder von uns hat eine andere, ich sag mal, eine andere Angehensweise oder ein, vielleicht nicht unbedingt der, ich sag mal, traditionelle katholische Weg. Ich persönlich, ich bin schon katholisch, auch im traditionellen Sinn. Also Jimmy und ich, wir sind halt aufgewachsen fast wie Zwillinge, kann man sagen. Also wir sind nur 1,5 Jahre auseinander. Ja, das ist einfach Fakt, dass Jimmy immer mein Lieblingsbruder war. Das ist ja kein Geheimnis. Und wir haben natürlich eine Zeit gehabt, wo wir uns auseinandergelebt haben, wo jeder halt einen anderen Weg gegangen ist. Jeder denkt auch anders, man entwickelt sich auch einfach anders. Und durch diesen Kelly Family Comeback und durch diese Tour durch Europa, das bringt uns wieder zusammen. Und das, mir gefällt das sehr, ja. Jeder hat seinen eigenen Weg und wir sind sozusagen eine moderne Familie. Also, ich glaube an Geld. Joey, was ist dein Weg? Erzähl mal. Geld. Geld? Das ist dein Gott? Das ist der einzige Nein. Was ist dein Gott, Joey? Was ist mein Gott? Ja. Jesus. Es ist mein Gott. Ja, dieser Moment am Vatikan war sehr emotional. Ich habe das nicht erwartet. Dass das halt, ich habe aber die Frage auch von Jimmy nie erwartet. Die haben mir diese Frage nie gestellt. Und am Anfang habe ich dann halt rumgewitzt, weil es eine Frage, die für mich nicht unangenehm ist, aber einfach unerwartet und ungewöhnlich ist. Man kriegt so Sachen mit von den Geschwistern, die man sonst nicht mitkriegen würde. Und darum bin ich wirklich auch sehr dankbar für diese Reise, die wir im Moment machen.
Und in dem Moment, das ist so ein Moment gewesen. Nach so vielen Emotionen hilft nur eins: Eiscreme. Und zwar von dem Eisladen, der für die kleinen Kellys in den 70ern der schönste Ort der ganzen Welt war. Das war für uns Piazza Navona, es war der Spaßzeit. Das war diese Geschichte, diesen Eisladen. Wir haben immer, wo die spanische Treppen, das war Arbeit. Das war reine Arbeit. Glaub mir, es war kein Spaß. Ja, es war Spaß. Aber wir mussten das machen, um zu überleben. Aber da dürfen wir ab und zu diesem Eisladen. Und der Besitzer, ich weiß nicht, wie der heißt, der hat uns immer, wir haben so ein, sag mal, 50 Cent Eis gekriegt, aber hat immer dazu, der hat immer extra gemacht, ne, jeden Abend so. Was hält sie davon? Ich meine, das ist eine Challenge jetzt. Ich bin gespannt. Stell mal vor, wir gehen jetzt zum Eisladen, ne? Ja. Und wir versuchen, das Eis umsonst zu bekommen. Ach du Scheiße. Das heißt, wir müssen was dafür tun. Ja, singen. Das heißt, wir müssen für die singen. Ja, fragen die, wenn wir euch ein paar Songs singen, sehr gut, ob die uns halt quasi ein Eis schenken. Ja, 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 ja. It's him. Das ist der. Das ist er. Das ist er. Genau. Ja, genau, das ist er. Señor, no da seis Relatos para gratis. Der Joy hat mit ihm gesprochen und der hat ihm gefragt, wenn wir dir einen Song umsonst singen, dann schenkst du uns ein Eis umsonst. Und der hat zugesagt, ja. Aber der hat gesagt, aber ich möchte einen Song in Italienisch. Santa Maria, Vera per noi. 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 Ole! Gracias! Grazie!